In den letzten Monaten hatte man ja genügend Zeit, neue Dinge auszuprobieren, neue Interessen zu entdecken. Und der ein oder andere Promi, der hat tatsächlich also versteckte Talente. Ja, ganz vorne dabei. Ich. Malen und Graffiti. Und was man dabei beachten sollte, hat uns Cheyenne Ochsenknecht in einer unterhaltsamen Challenge mal getestet. Beim Malen? Danach ist sie Profi. Ah, okay. Heidi Klum, Justin Bieber und Chris Brown. Während der Quarantäne haben viele Promis ihre Liebe zur Kunst entdeckt und können gar nicht mehr aufhören, die Pinsel und die Spraydosen zu schwingen. Wir wollen schauen, ob unser Social-Media-Host Sven Gold und Model Cheyenne Ochsenknecht, die keine großen Kunstfans in der Schule waren, dem kreativen Promi-Trend etwas abgewinnen können. Deshalb schicken wir sie zur Graffiti-Challenge. Bist du bereit für die Challenge? Heute Graffiti-Spray? Ja, ich bin bereit, aber ich muss Angst. Sollte sie auch. Wir haben nämlich noch eine Überraschung vorbereitet. Dazu später mehr. Cheyenne ist die Tochter von Model Natascha und Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Die 20-Jährige kommt also aus einer Künstlerfamilie. Aber Zeichnen war jetzt noch nie so ihr Ding. Kunst hatte ich eine 3 auf dem Zeugnis. Wo ich immer richtig schlecht bin, ist Größe. Also wenn ich eine Leinwand habe dann und meinen Namen schreiben will, dann fehlt die Hälfte vom Namen. Ich zeichne gerne Comics, aber ich weiß nicht, ob mir das hilft beim Graffiti-Spray. Das hilft. Profisprayer Thomas Panther hilft den beiden. Der Berliner gründet 1986 die erste legale Graffiti-Agentur und ist heute sogar Dozent in Schulen. Denn auf dem Papier zu malen ist etwas ganz anderes, als auf eine Wand zu sprayen. Außerdem ist es nicht ganz ungefährlich. Da fliegen halt krasse Aerosole durch die Gegend, die wie beim Schnüffeln so auch auf deinem Kopf dann halt dementsprechend wirken. Ist schon sehr wichtig, dass man sich dahingehend schützt, weil viele von meinen Freunden sind entweder im Krankenhaus, haben Leberbeschwerden, chronische Erkrankungen oder sind ganz tot. Deshalb ist es unabdingbar, eine Maske zu tragen. Außerdem bekommen Cheyenne und Sven noch Schutzanzüge, weil Graffiti-Farbe nur sehr schwer rausgeht. Fatal für Cheyennes Designer-Outfit. Ich war frisch im Nagelstudio, weil ich in Urlaub fliege. Kannst du wahrscheinlich gleich einen neuen Termin beim Nagelstudio buchen. Ich muss meine Schuhe verdecken, das ist am wichtigsten von allen. Im Gegensatz zu Cheyenne ist unser Social Host schon voll im Kampfmodus. Ich glaube, dass sie keine Chance haben wird. Graffiti-Profi Thomas ist da anderer Meinung. Früher waren die Szene nur mit Männern. Und ich habe halt festgestellt, dass die Frauen viel besser sind. Die Frauen sind in ihrer Art, wie sie zeichnen, die malen filigrane Bilder und detaillierter und auch schönere Motive. Nachdem beide eine Einführung in die Technik bekommen haben, skizzieren sie ihr Battle-Motiv. Eine Spraydose im Comic-Style. Ob das ein Vorteil für Sven sein wird? Richtig für Anfänger eine neutrale Basis schaffen. Und nur da sprayen, wo es auch erlaubt ist, wie im Berliner Mauerpark. Jetzt wird's ernst. Chaya the Best gegen den Goldjungen, aber wir wären ja nicht tough, wenn wir uns nicht noch ein zusätzliches Handicap für die zwei überlegt hätten. So, Sven, damit es nicht ganz so einfach für euch wird, bekommt ihr noch diese nette Promille-Brille. 1,3 bis 1,5. Okay? Das wird Yo! What? Viel Spaß! Ah, wo muss ich hin? Hallo. Boah, das ist echt. Kann mich einer zu meinem Platz bringen? 15 Minuten Zeit hat jeder. Die Skizze dient als Vorlage. Liebe Kamera, schwenk doch mal auf das Foto, zoom da mal ran und dann zoom mal auf hier, auf das große Bild. Die Zuschauer denken ja selber, die werden besoffen. Cheyenne lässt Sven zwar machen, aber stichelt immer wieder mal. Kommt das vielleicht durch die zwei älteren Brüder, Wilson und Jimmy? Tatsächlich muss ich zugeben, schummel ich sehr viel. Aber mein anderer Bruder Wilson, den haben wir letztens auch erwischt, wo er UNO-Karten unter seinem Bein hatte. Aber ich glaube, der schlechteste Verlierer. Früher habe ich immer geheult, wenn ich verloren habe, war ich richtig sauer. Eieiei, nicht, dass Svens Taktik sie noch mehr in Rage bringt. Im Gegensatz zu Cheyenne nervt er sie nämlich mit Fragen. Sag mal, du bist ja Krebs, ne? Du bist ja Krebs. Welche Eigenschaften an dir magst du? Ja, das sagt er nicht. Das ist unfair, Mann. Es gibt ja auch immer wieder so Schlagzeilen. Leute wollen dich dissen, so. Die sagen dann solche Sachen, die posten zu sexy.
Listen gemacht, aber was nervt dich am meisten von diesem ganzen Quatsch? Dass es nicht stimmt. Mit Eltern kommt man sich auch öfter mal in die Haare. Mit was, wie ist es mit deiner Mom? Wo ist es da? Wo kommt ihr am ehesten so aufeinander? Dass sie sagt so, wenn sie zu Hause bei mir ist und sagt, ich wäre unordentlich. Offenbar scheint Svens Ablenkungsmanöver zu funktionieren. Cheyenne stoppt freiwillig bereits nach 9 Minuten, weil sie sich ihrer Sache sicher ist. Was sagt Profi Thomas? Diese Neonfarben mitgebracht, die fallen mir halt, die Neonfarben, weil halt viel mit Popkultur hat. Ne? Mhm. Dein Entwurf ist einfach besser. Wer die Challenge tatsächlich gewonnen hat, entscheiden Cheyennes über 250.000 Instagram-Follower und es ist mit 77% Sven. Er darf nun ein Jochen Schweizer Nau-Erlebnis verschenken. Unter den vielen Aktionen gibt es auch einen Graffiti-Kurs. Wir wünschen viel Spaß. Boah, das war's von uns. Ihnen und euch einen schönen Abend. Schönen Abend noch und bis morgen. Tschüss.